Hallöchen, meine Lieben, ich melde mich nochmal. Ja, dieses Mal mit einer besseren Laune. Ich weiß, wir hatten heute zwar schon mal das Vergnügen. Ja, jetzt könnt ihr mein Gesamt-Make-up begutachten. Ich finde das gut. Ja, ich bin ja bis gerade eben auf der Arbeit gewesen und komme so total nichtsahnd nach Hause. Steht da eine riesengroße Galeria Kaufhof-Tüte in meinem Zimmer. Ich schon so gedacht, Galeria Kaufhof? Hat Mama mir wieder irgendwas mitgebracht und ja, ne? War vorne dann so ein geschriebener Zettel drauf. Schöne Grüße an deine Füße, Mama. Da hat meine Mama mir was mitgebracht. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Hat die mir Boots von Esprit mitgebracht. Boah, die sind so schön. Wartet mal, ich zeige euch die mal. Ich wollte euch jetzt einfach daran teilhaben lassen, weil, keine Ahnung, ey. Ich will das einfach mit euch teilen, weil mich das glücklich macht. Ja, wartet. Da ist der Deckel. Esprit. Kann man auch Sprit aussprechen. Esprit. Naja. Auf jeden Fall sind da solche Boots drin, ne? Die fühlen sich von außen schon mal richtig schön an. Und hinten steht auch Esprit drauf. Und das ist die Größe 42. Und von N sind sie auch schön warm. Die sind von N richtig schön warm. Oh, Leute, ich sag euch, diese Schuhe haben es mir jetzt schon angetan. Ich glaube, ich werde diesen Winter einen schönen Spaß damit haben. Sie werden meine Füße schön warm halten. Und die riechen auch noch so neu. Ihr kennt ja diesen Schuhgeruch, wenn man sich Schuhe gekauft hat und die sind gerade neu. Den kennt ihr bestimmt, ja. Natürlich ist da auch noch ein zweiter bei. Der zweite ist da noch drin, den wollte ich jetzt aber nicht rausholen. Das sind auf jeden Fall die Boots, die ich gekriegt habe, wo ich mich drüber freue. Und, ja, da steht ganz klein 39,95. Also 40 Euro haben die gekostet. Finde ich einen stolzen Preis. Naja, dafür sind die Schuhe auch von Esprit. Also Esprit-Schuhe sind immer gut verarbeitet. Das ist definitiv der Fall. Ich habe ja auch diese Sandalen, die ich euch mal gezeigt habe, mit einem Absatz auch von Esprit. Insofern kann ich das sagen. Ja, das wird jetzt ein gemischtes Video. Die erste Sache habe ich euch ja jetzt schon gezeigt. Ja, wie ihr merkt, mir geht es auch schon ein bisschen besser als heute Mittag, weil die Schmerzen sind nicht mehr so stark. Naja, ist ja jetzt auch egal. Das soll ja nicht die Hauptsache sein. Die Hauptsache soll jetzt hier dieses gemischte Video sein. Ja, einfach mal so am Rand. Ich trage gerade mein Hollowberry heißt er, glaube ich, oder so. Aus der Holographics LE von Essence. Ja, ich war gerade ja auch noch mal kurz bei Kaufland gewesen, weil ich mir dann noch was geholt habe. Da habe ich mir drei Sorten Rittersport geholt. Rittersport Amarena, Rittersport Stracciatella und ich glaube Rittersport Mango oder so. Und dann noch wieder meine Nasenstrips und die Inn, weil in der Inn was über die Daniela Katzenberger drinne steht. Deshalb ist die auch mit mir mitgekommen. Ja, in der Bravo war auch so ein kleines Teilchen, wo die Katze drinne war. Da war auch so eine, jetzt geht schon wieder los mit meinem Stimmproblem, da war auch so eine vorgedruckte Autogrammkarte drinne, aber naja. Ich will, wenn schon, dann schon dann richtige Autogramme haben und nicht da irgend so was Gedrucktes. Also, nee. Außerdem bin ich, da gehe ich jetzt mal schwer von aus, langsam zu alt für die Bravo. Ist definitiv so. Ja.
Ich habe euch ja heute zum Mittag von den Lippenprodukten erzählt, die ich loswerden möchte. Ich habe die beiden Schätze jetzt nochmal her. Nochmal, um euch das Ganze zu erinnern, um euer Denkvermögen nochmal anzukurbeln. Kurbel, kurbel, kurbel. Bing, bing. Nein. Ich wieder. Ich habe hier so einen Schlüsselanhänger. Das ist wie so ein Würfel und die Lipglossform an sich ist da drin wie so ein Herz, also wie zwei Herzen, die sind zusammengesteckt. Das eine ist so pink und das andere ist rosa. Und ja, die riechen gut, aber ich möchte die loswerden, weil, nee, ich benutze sie einfach nicht. Und ich weiß genau, dass ich Sachen, die ich nicht benutze, nicht brauche. Gott, wie geht das jetzt wieder zu? Hallo? Ah, geht hoch. Ja, das war die eine Sache. Und die andere Sache war hier dieser Lippenstift, wo an der Verpackung was drin ist, ist aber nicht schlimm. Das ist so ein dreckiges Gold mit Glitzerpartikeln. Finde ich schön, aber er passt leider nicht zu mir. Insofern möchte ich ihn loswerden. Und es wäre wirklich schön, wenn ihr euch melden könntet, wenn ihr den haben wollt. Also ich würde euch die zwei Sachen wirklich umsonst geben. Also ja, ich will sie loswerden und will da nicht irgendwie irgendwas machen, dass die in der Tonne landen oder so, wisst ihr? Ja. Also, wer Interesse hat, kann sich melden für diese zwei Schätze. Sie warten auf den neuen Besitzer. Ich habe ja heute Mittag auch erzählt, dass ich etwas von der I Love Essence Kollektion gekauft habe von der Reihe. Da gab es so Essence, kaufe 3 Essence-Produkte und bekomme diese Kosmetiktasche gratis. Habe ich natürlich sofort mitgemacht. Da der Beweis da steht. Ja, jetzt könnt ihr es lesen. Wow. Und auf jeden Fall, so sieht die wunderschöne Kosmetiktasche aus. Sie ist richtig schön. Hat hier sogar noch so ein kleines lilanes Herzchen mit einem E drin. Finde ich richtig süß. Und ja, ich weiß nicht. Aber dieses Mal hat Essence sich wirklich was Schönes einfallen lassen. Ja. Die neue Essence LE ist bei uns leider noch nicht zu finden. Zumindest nicht in dem DM, der mitten in der Innenstadt gegenüber von Rossmann bei uns ist. Bei dem, der in der City Passage ist, war ich gar nicht drinne. Und bei dem, der ein Stück weiter außerhalb von der Stadt ist, bei Deichmann, da war ich auch nicht drinne. Ja, auf jeden Fall in dem DM, wo ich drinne war gestern. Ja, weil ich habe die Sachen da gestern gekauft. Da habe ich nur noch die alte 50 Girls Reloaded LE gesehen. Und diese für die Nägel, die LE, gab es auch gar nicht mehr. Die war auch schon weg. Ja, muss ich mal gucken. Eventuell gehe ich nochmal bei Rossmann rein, weil Rossmann hat ja auch Essence LEs, deshalb, ja. Naja, kommen wir jetzt hier zu den Sachen. Da habe ich mir diesen, Lipgloss on top mitgenommen von Essence. Das ist so ein Silber und das ist die Farbe 02 Glamorous. Glamorous heißt das. Glamorous. Glamorous oder Glamorous, keine Ahnung, egal. Da steht der Name. Oh, Schätze, Kensch. Ihr könntet das sowieso nicht lesen. Ich bin irgendwie neben der Spur. Naja. Auf jeden Fall ist das Silber. Ich swatch euch den mal. Ah. Oh. So sieht das aus. Und er riecht auch angenehm. Und ich kann ihn mir wunderbar als richtig guten Effekt vorstellen, weil den kann man hier on top Lipgloss verändert die Farbe von jedem Lippenstift oder Lipgloss. Also das ist, man macht jetzt einfach einen beliebigen Lippenstift oder Lipgloss drauf und geht damit rüber und dann
verändert sich die Farbe. Das ist richtig geil. Das ist auf jeden Fall besser als diese. It heißen die, glaube ich, diese neuen Lipglosse von Essence da, diese im Comic-Style, wovon ich euch einen gezeigt habe. Ja, auf jeden Fall der. Das Teil kennt ihr schon von mir, das habe ich hier nur so reingepackt. Dann habe ich mir das Quadro mitgenommen, das habe ich bei der Rehauge W auch gesehen, dass sie es auch schon hat. Nochmal schöne Grüße an dich, Conny, Rehauge W. Ja. Auf jeden Fall so ein Quattro, das ist die Farbe 09 Denim 4,0. Und vor allem wegen dem Schwarz. Oh, ich stand davor, ich sehe das so funkeln, so glitzern, ich swatch das. Ich so, wow, bombastisch, heftig, geil, heavy, ey, strange. Boah, mir haben voll die Worte gefehlt. Ich konnte das gar nicht wiedergeben. Wartet mal. Ich zeige euch mal, was ich meine. Kann man das jetzt swatchen? Ich weiß gar nicht. Scheiße. Das sieht man voll nicht. Das ist voll gemein. Auf jeden Fall sind die anderen Farben auch schön. Und dann habe ich mir noch die Mascara mitgenommen. Volumen-Mascara. Dieses große Big Viech mit der Riesenbürste. Boom! Das nenne ich eine Bürste, Leute! Hohohoho. Das ist ein Monster. Ja, das waren die Sachen, die ich mir gestern dann gekauft habe. Dann habe ich mir noch so ein Teil mitgenommen. Ja, da ist hier halt auch erklärt, wie man das am besten schminkt. Es gibt dann da ja. Dieses Teil, das kennt ihr von mir, das ist jetzt der aus dem Haul, wo ich mit der Nessie und mit der Julia shoppen war. Auf jeden Fall gibt es dann noch diesen, den in so einem Bärenton. Dann gibt es noch Nagellacke, dann gibt es ein Kajal, dann gibt es eine Augenbase. Ja, da sind die ganzen Produkte abgebildet. Tada! Naja, ja. Das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde einfach mal jetzt wirklich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!